Ich bin Kathi van Eck, ich bin Komponistin und Klangkünstlerin und ich wohne in Zürich. Ich habe angefangen mit Klavier zu spielen, also ich komme aus einer Familie von Musikern und deswegen war es eigentlich selbstverständlich, dass standen einige Instrumente bei uns im Haus und es war dann selbstverständlich, dass man einen von diesen Instrumenten anfängt zu spielen und ich habe eine richtig klassische Ausbildung gehabt, im Sinne von richtig Klavier gespielt und danach Oboe und habe dann auch, also meine erste Klavierlehrerin war, hat von Anfang an gesagt, ich soll doch auch komponieren, also zugleich mit dem Klavierspielen lernen musste ich auch, jede Woche musste ich ein Stück komponieren nach einem Thema, was sie dann gesagt hat, das war sowas wie das Meer oder der Feuerwehr, dann habe ich das komponiert, weil, also deswegen gehört es von mir von Anfang an auch das Komponieren beim Musikmachen dazu. Ja, das war ein ganz langsamer Prozess, um vom in eigentlich richtig Instrumentalkomposition zu dann, ich nenne es performative Klangkunst zu gehen und das, ich habe mich immer mehr angefangen zu interessieren für eigentlich einerseits Klang selbst, aber auch vor allem für die Umstände, worin man einen Klang produziert. Das heißt, wie wird der Klang produziert? Ist es ein, wenn es ein Musikinstrument ist, dann ist es ja klar, dass es dafür gebaut ist. Aber bei einem Notenständer ist es schon weniger klar. Der ist ja eigentlich nur dafür gebaut, die Musik sozusagen, die Partitur da drauf zu stellen und nicht, dass man damit dann Klang selbst produziert. Und diese, sozusagen der Kontext von Klangproduktion hat mich immer mehr angefangen zu interessieren. Deswegen auch in meine früher instrumentale Stücke habe ich dann angefangen, zum Beispiel, dass ein Stück für zwei Klavier und zwei Klavierspiele, dass sie auch miteinander anfingen, dass sie beide auf beide Klaviere gespielt haben. Also solche Sachen, damit ich auch, weil ich mich immer mehr für diesen Kontext interessierte. Also für mich ist der Raum natürlich, weil ich mit Objekten arbeite, die selbst auch, wo es sehr auch stark ums Visuelle geht und nicht nur wie die klingen, ist auch der Raum, worin es stattfindet, immer wichtig. Und ich habe für diese Performance, sage ich immer, es ist eine Galerie-Performance, also eins, der wirklich am besten funktioniert in einer Galerie, weil er diese kleinen Lautsprecher hat, die sind in einem Theaterraum, klingen die kaum, draußen schon gar nicht, aber in so einer Galerie, wo es sehr stark hallt auch, wie man hört, es ist eigentlich gar nicht für ein Konzert gebaut, klingen sie ganz gut und sie haben auch also einen weißen Hintergrund oder einen Hintergrund mit Kunst, wo sie sozusagen, eigentlich sind die Notenstände hier fehl am Platz, weil sie sind gerade nicht in ihrem normalen Umgebung. Und dann habe ich natürlich auch Stücke, die gerade für draußen sind, wo es draußen sein muss, oder Stücke, die für ganz bestimmte Räume entworfen sind. Oh, das ist eine schwierige. Ja, also für mich, ich mag sehr, vielleicht, ja, ich mag sehr gerne die Dampfzentrale in Bern. Weil die so ein, es ist eine sehr gute Mischung von vielleicht auch die zwei Sparten, die ich gerne habe, Tanz und Musik und die beim, also Bewegung und Klang, wo ich immer versuche, dass die miteinander in einen Bezug treten, das ist eigentlich, ist vielleicht ja die Dampfzentrale. Ja, also ich bin geboren in Holland, aber meine Mutter kommt aus Belgien, deswegen, und dann habe ich lange Zeit in Berlin gewohnt, dann bin ich in die Schweiz gekommen, deswegen mein Bezug zu einer Nationalität ist sowieso nicht da. Also ich fühle mich jetzt Schweizerin sozusagen, weil ich in der Schweiz wohne und hier lebe und arbeite und
Und ich außerdem auch merke, in der Schweiz ist es ja auch sehr heterogen. Es ist ja nicht so, dass gerade in der Schweiz, ich muss nur eine gute Stunde im Zug und die Leute reden plötzlich alle Französisch oder Italienisch oder Romansch. Und deswegen finde ich, es gibt in der Schweiz so unglaublich, und es ist eigentlich so eine halbe Stunde im Zug und ich bin in Olten und es gibt einen anderen Dialekt. Deswegen gerade in der Schweiz, finde ich, gibt es so viele unterschiedliche Arten von Kulturen, die zusammen aufeinandertreffen, dass man sich da auch leicht reinfügen kann als nochmal einen anderen Hintergrund. Ja, ich finde es immer eine sehr schwierige Frage, ob es sozusagen, ob eine Nationalität mit der Musik zusammenhängen kann. Aber was sicher so ist in der Schweiz, ist, dass es, weil es so, was ich da eben auch schon erwähnt habe, es ist so lokal auch, nicht nur von die verschiedenen Sprachen, aber auch jede Stadt hat sein eigenes Kulturförderungsprogramm. Das heißt, da gibt es wirklich eine sehr unterschiedliche Möglichkeiten für Künstler. Es gibt nicht ein großer Staat, was zum Beispiel in Holland eher der Fall ist, ein großes staatliches Förderprogramm und von da aus geht es nach unten. Aber es gibt eigentlich überall und dadurch kriegt man, glaube ich, eine Heterogenität in der Schweiz, die wirklich sehr besonders ist, dass es so viele verschiedene Sachen nebeneinander passieren. Ja, es war eine große. Ich habe mich gefreut natürlich und ich finde es vor allem, was ich vor allem schön finde, das ist vielleicht dann auch wieder, also in diesem heterogenen Modell passt, dass es sehr unterschiedliche Musiker und Musikerinnen sind, die alle eine sehr eigene Sprache, also musikalische Sprache haben und um davon Teil zu sein, hat mich sehr gefreut. Nein, ich habe noch mit niemandem gespielt, aber viel eben meine Arbeiten sind oft sehr geschlossen im Sinne von diesen Notenständen. Ich kann jetzt nicht zusammen mit jemandem spielen, dann müsste man wirklich eine Arbeit zusammen entwickeln. Und dann wäre das aber auch nur diese Arbeit. Das ist keine Musik, womit ich improvisieren kann. Eigentlich sehr untypisch für viel Musik, wo man gerade improvisieren kann oder wenigstens eine Variation vom Stück spielen kann oder sich irgendwie überlegen kann, wie kann man das zu zweit machen. Und das geht bei meinen Stücken meistens gar nicht. Ich arbeite jetzt eigentlich an verschiedenen Stücken, wo es um Herzpulse geht, also und die nehme ich ab, die Herzpulse von den entweder der Performer, manchmal bin ich das selbst, teilweise ist es auch das Publikum, was selbst ihre Herztöne hört und was der Herzton für Bezug zur Musik hat. Und das Projekt, woran ich jetzt gerade arbeite, ist mit Kopfhörer, wo man dann den Herzton abgenommen bekommt, der wird vom Computer, ich sag mal, musikalisiert. Und dann gibt es noch andere Parameter vom Körper, zum Beispiel die Fußschritte dabei. Und so kann man, wie der Kopfhörer, der normalerweise eigentlich die Musik vom MP3-Spieler in den Ohren spielt, ist es jetzt der Körper, der hörbar wird und der sozusagen von den verschiedenen Bewegungen vom Körper machen die Musik. Ja, ich bin sowieso an einer Kunsthochschule und das mache ich auch sehr gerne. Ich sage immer, es ist wie eine Möglichkeit, wirklich ein Laboratorium zu haben, wo man zusammen Sachen ausprobieren kann, wo man in ein relativ geschütztes Umfeld einen sehr großen Austausch haben kann. Und
Das freut mich sehr, ist für mich wirklich sehr, sehr bereichernd, sowohl den Austausch mit den Studierenden als mit den Kollegen. Und ja, ich habe ein PhD gemacht, aber das war ein künstlerischen PhD. Das bedeutet, dass die Hälfte davon sind meine künstlerischen Arbeiten. Und ich habe es gemacht aus Interesse am Thema, Mikrofon und Lautsprecher als Musikinstrumente. Und selbstverständlich, also ich mache da weiter, aber nicht im Sinne von, ich habe jetzt nicht vor, nur noch in Bibliotheken zu sitzen und zu forschen oder sowas. Es ist eher das Erforschen von Technik und technischen Möglichkeiten und die in einem künstlerischen Raum einsetzen.